Ja, hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir kommen zu den letzten Versen aus 2. Könige 19. Wir haben im letzten Clip uns angeschaut, wie Gottes Antwort war auf das Spotten des Rabschaken und wie deutlich auch Gott redet, ja, und reden kann. Er sagt, die Jungfrau, die Tochter Zion, verachtet dich, du assyrischer Rabschake, ja. Sie schüttelt ihr Haupt dir nach. Im Prinzip macht sie... Was war denn das für einer? Ja? Also die Jungfrau, die Tochter Zion, verachtet dich und spottet dein. Die Tochter Jerusalem schüttelt ihr Haupt dir nach. Wen hast du gehöhnt und gelästert? Über wen hast du deine Stimme erhoben? Nun ist diese Situation natürlich, die damals passiert ist in Jerusalem, schon eine besondere Situation. Ja? Das hat auch prophetischen Hintergrund und Charakter. Wir haben ja auch gesehen, dass hier Gott die Befreiung Jerusalems vorhersagt und auch sagt von einem Überrest, der auf dem Berg Zion ist. Und das geht schon weit auch in die Endzeit, was wir hier auch angedeutet sehen in diesen Stellen. Aber es ist so, dass wir mit einem gewissen Glaubenstrotz auch unterwegs sein dürfen. Ja? Gerade in so Zeiten wie jetzt, die so ungewiss sind, wo man nicht genau weiß, wem soll man denn jetzt glauben? Ja? Glaubt man dem, was im Fernsehen kommt, oder glaubt man dem, was im Internet kommt? Glaubt man den Spezialisten oder glaubt man den Fachleuten? Glaubt man der Presse oder glaubt man der Privatpresse? Ja? Was ist denn jetzt richtig und was ist wahr? Was ist jetzt gut zu tun? Soll man Widerstand üben? Soll man demonstrieren oder soll man zu Hause bleiben? Das sind so Sachen, die für uns komplett neu sind und wo speziell für uns im Westen uns manchmal auch fordert und vielleicht auch manchmal etwas überfordert. Die Christen im Osten, gerade die älteren Leute, die kennen das noch aus dem anderen Regime, was dort gewesen ist. Da war der Glaube sehr stark gefordert. Ja, bei uns im Westen ist der Glaube eigentlich so eine persönliche Sache gewesen und auch so ein bisschen eine spirituelle Sache gewesen und vielfach auch eine emotionale Sache und eine erbauliche Sache, aber konkret, mit konkreten Folgen, mit konkreten Einschränkungen hatten wir im Westen ja nie zu tun. Aber die Russlanddeutschen, die aus Russland hierher gekommen sind, die wissen das noch, die Älteren, ja, die kennen das noch. Und die verstehen auch, was hier abläuft. Ja. Die wir im Westen groß geworden sind, wir können das nur sehr schwer einordnen, ja, weil wir das nicht gewohnt sind und auch nicht kennen. Aber solche Bibelstellen wie hier, die lassen uns so ein bisschen klug sein, die Geister zu unterscheiden und die Stimmen zu unterscheiden. Und zu verstehen, von wo Lüge und Trug kommt und wem und was wir glauben dürfen und glauben sollen. Ja? Deswegen lese ich auch diese Verse, gerade so für die Zeit, in der wir uns heute befinden. Okay, also Gott hat dem Hiskia durch den Propheten Jesaja sein Wort zugerufen und seine Meinung über den Rabschaken. Und auch zugesagt, dass Jerusalem errettet werden wird und übrig bleibt. Und zwar, dass der Eifer des Herrn Zebaoth solches tun wird. Wer da mal parallel lesen will, der kann gerne Joel 3, Vers 5 lesen. Joel 3, Vers 5b. Darum spricht der Herr, so geht es dann weiter in Vers 32, also 2. Könige 19, 32 sind wir. Darum spricht der Herr vom König von Assyrien also: Er soll nicht in diese Stadt kommen und keinen Pfeil hineinschießen und mit keinem Schilde davor kommen und soll keinen Wall darum schütten. Das erinnert ein bisschen an Lukas 21, ja, wo ein Wall aufgeschüttet wird um Jerusalem. Sondern er soll den Weg wiederum ziehen, den er gekommen ist und soll in diese Stadt nicht kommen. Der Herr sagt's. Punkt. Ja, Gott sagt's. Punkt. Und ich, so sagt Gott weiter, und ich will diese Stadt beschirmen, dass ich ihr helfe, um meinetwillen und um Davids, meines Knechtes willen. Um Gottes willen passiert das. Nicht, weil die so tolle Leute sind, sondern um Gottes willen, ja, dass sein Name nicht verlästert wird. Und um Davids, seines Knechtes willen, damit das davidische Königtum lebendig bleibt. Weil aus dieser davidischen Linie sollte der Messias kommen, Jesus Christus. Ja, deswegen hat Gott seine Stadt bewahrt und sie nicht in die Hände der Assyrer gegeben. Dann geschieht was Unglaubliches. In derselben Nacht fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im Lager von Assyrien 185.000 Mann. Und da sie sich des Morgens früh aufmachten, siehe, da lagen es alles tote Leichname.
Leichname sind immer tot. Ich lese das hier vor. Luther hat das so übersetzt. Ja. Da lag's alles eitel tote Leichname. Also brach Sanherib, der König von Assyrien, auf und zog weg und kehrte um und blieb zu Ninive. Und da er anbetete im Haus Nisroch seines Gottes, erschlugen ihn mit dem Schwert Adramelech und Sareza seine Söhne, und sie entrannen ins Land Ararat. Und sein Sohn Asarhaddon ward König an seiner Stadt. Und da war die Sache mit dem Sanherib beendet. Ja, so ist das ausgegangen. Gott hat in dieser Nacht einen Engel geschickt, der 185.000 assyrische, kampferprobte Leute in einer Nacht getötet hat. Wie lange dauert so eine Nacht? 8 Stunden, rechnet mal aus, 185.000 durch 8 Stunden, dann könnt ihr das nochmal durch 60 teilen, dann wisst ihr ungefähr so pro Minute, was der so für eine Heeresleistung da gehabt hat. Ein Engel, ja, das war kein Problem für ihn. Das Problem an dieser Bibelstelle haben andere, nämlich haben die Theologen und speziell die Geschichtsprofessoren, weil bis heute weiß niemand in der profanen Geschichtsliteratur und auch in der Theologie traut sich das kaum jemand zu formulieren, warum der assyrische König bzw. der Rabschake Jerusalem damals nicht eingenommen hat. Das weiß man nicht. Ja. Das liegt aber daran, wenn die Historiker sagen würden, ja gut, da hat Gott einen Engel geschickt und er hat in dieser Nacht fast 200.000 Mann kriegserprobte Assyrer getötet und deswegen ist der König Sanherib wieder nach Hause gezogen, dann wären die natürlich die längste Zeit Historiker gewesen. Ja, da macht man sich ja in der wissenschaftlichen Welt, macht man sich damit ja unmöglich. Ja? Und deswegen sagen sie dann, wir wissen das nicht. Und ihr könnt in jeder Quelle in der Literatur nachgucken, ihr könnt es googeln, ihr könnt in Wikipedia gehen, wo auch immer ihr sucht und danach Informationen forscht, werdet ihr sehen, man weiß nicht, warum der Assyrerkönig damals Jerusalem nicht eingenommen hat. Das ist ein historisches Rätsel. Selbst in einer Stele, einer Steinstele, hat der Sanherib da die Belagerung Jerusalems beschrieben. Und normalerweise ist auf diesen Steinstelen, wenn der König Sanherib irgendeine Stadt erobert hat, immer aufgelistet, wie viele Gefangene gemacht wurden. Das ist hier auch der Fall. Aber wie er die Leute da gelünscht und gequält hat, bis sie dann irgendwann auch tot waren, das fehlt hier bei Jerusalem. Ja? Da steht nur, dass er Hiskia eingesperrt hat wie einen Vogel in einem goldenen Käfig. Das steht dort. Aber es steht nicht, dass er Hiskia gelünscht hätte. Und da kratzen sich also alle Fachleute und Spezialisten am Kopf und sagen, seltsam, der hat Jerusalem nicht eingenommen. Ja? Und obwohl er an anderen Stellen auf seinen Steinstelen dort aufgeschrieben hat, wie martialisch er seine unterlegenen Feinde da behandelt hat, steht bei Hiskia nur, dass er ihn eingesperrt hat in seiner Stadt, aber mehr nicht. Ja. Das ist natürlich schon unglaublich, aber die Antwort zu geben, dass ein Engel des Herrn gekommen ist und 185.000 Assyrer umgebracht hat, ist immer noch besser, als zu sagen, man weiß es nicht, finde ich. Ja. Außerdem steht es so in der Schrift und es hat viele Parallelen in der Bibel, die auch zum Teil Jahrhunderte vorher geschrieben wurden oder Jahrhunderte nachher. Ja, das passt also in einen biblischen Kontext, den wir jetzt hier nicht anschauen können, weil das zu lange Zeit braucht. Aber Gott hat auf eine vollkommen unerhoffte Art und Weise seine Stadt gerettet mit einem Wunder. Und zwar wegen seiner selbst und wegen seines Königs David, weil das davidische Königtum bleiben musste, bis Jesus kam. Ja, weil Jesus aus dem Stamm Davids kam. Deswegen hat Gott sich da einen Überrest behalten mit einem großen Wunder. Gott kann diese Wunder tun, ja, auch in unserem Leben. Trotzdem war es auch dann und wann so oder wird es auch dann und wann so sein, dass wir in unserem Leben Probleme haben, wo Gott uns nicht raus erlöst, wo Gott uns drin lässt, wo wir vielleicht auch dran reifen sollen, wo wir Glaubenswachstum auch dran erleben sollen. Ja, das ist halt so. Gott könnte uns jederzeit, so wie wir sind, zu sich holen. Ja? Oder uns an den Haaren entrücken, wie das passiert ist bei Hesekiel. Ja? Das hat es immer wieder mal in der Bibel gegeben. Wenn Jesus wollte, käme er durch die verschlossene Tür ins Zimmer und würde uns erscheinen. Tut der Herr aber nicht. Warum? Weil unser Glaube wachsen soll an ihm. Ja?
Das ist der Grund dafür. Und deswegen kann es sein, dass Gott uns rettet und es kann auch sein, dass Gott uns nicht rettet. Und so hat Daniel in der Löwengrube das auch gesagt. Ja? Kann sein, dass der Herr uns rettet vor den Löwen, kann es sein, er rettet uns nicht. Aber eins sollst du wissen, du König von Babylon, das wird dich nicht anbeten. Ja? So war der Daniel drauf. Und das ist auch der Sinn, mit dem wir uns wappnen sollen, auch in so Zeiten wie heute. Paulus musste aus Damaskus fliehen, nachts über die Mauer, haben sie ihn runtergelassen, weil der König Aretas die Stadt belagert hat. Ja? Die Stadttore waren verschlossen. Und Gott hätte den Paulus ja da auch entrücken können raus, hat er nicht gemacht. Ja. Ich frage mich oft, wie fühlt sich so ein Paulus dann? Was geht in den Menschen ab, wenn du mitten in der Nacht Mutterseelen allein irgendwo eine Stadtmauer runtergelassen wirst und dann schlägst du dich in die Büsche und versuchst wegzulaufen mit dem Hab und Gut, was du da vielleicht noch hast. Das sind vielleicht mehr oder weniger deine Klamotten und du weißt nicht, wo du am nächsten Tag sein wirst. In welche Richtung fliehst du denn von Damaskus? Bist Mutterseelen alleine und alles nur wegen dem Evangelium? Ja, damit wir das Evangelium hätten. Was für ein Glück, dass der Mann diese Briefe alle geschrieben hat. Ja? Aber wie fühlt man sich da? Unser Glaube ist in den letzten Jahren vielfach sehr theoretisch gewesen und wird jetzt wahrscheinlich mehr und mehr praktisch. Und das hat auch was für sich. Ja. Gott hat also in einer Nacht 185.000 Mann durch seinen Engel getötet und Sanherib brach wieder auf, zurück nach Assyrien, nach Ninive. Ninive, das ist das heutige Mosul. Da sind vor noch nicht allzu langer Zeit die IS-Truppen durchgezogen. Ja, das ist das Ninive, da gibt es einen großen Palast von dem Sanherib, wo man auch diese Steinstelen findet. Ja, da haben die Leute von der ISIS also Weltkulturschätze zerstört in einem unglaublichen Ausmaß. Sogar den historischen Wissenschaftler, da ein Professor, der dort vor Ort zuständig war für diese historischen Schätze, der ist getötet worden und die haben alles kurz und klein geschlagen, was da irgendwie auch zu bekommen war. Aber dieses Ninive ist das heutige Mosul. Ja? Und man sieht, dass sich da vieles wieder bewegt. Und dann sagt die Bibel, und da er anbetete im Haus Nisroch seines Gottes, erschlugen ihn mit dem Schwert Adramelech und Sarezer, seine Söhne, und sie entrannen ins Land Ararat. Und sein Sohn Asarhadon ward König an seiner Stadt. Damit war die ganze Geschichte beendet. Und die Tochter Zion schüttelt ihr Haupt dem Sanherib hinterher, ja, und sagt, wen hast du gelästert? Das ist etwas, was wir uns mitnehmen müssen in den Alltag. Gerade in so Zeiten wie heute. Dieses Wort Gottes nehmen wir uns mit. Und wir sagen, ja, wenn Gott will, dann rettet er uns. Und wenn Gott uns nicht rettet, dann soll der Teufel eins wissen. Wir haben ihm den Rücken gekehrt und wir sind zu Jesus Christus gegangen. Und wir gehen nicht mehr zurück. Keinen Zentimeter. Ja? Und wir schweigen stille, wenn er redet und wir auf der Mauer stehen mit unserem ewigen Hiskia. Denn die Zeit läuft ab. Ja? Die Dinge ordnen sich wieder im Nahen Osten und wir dürfen voller Freude da auch drauf schauen und sagen, oh, die Zeit läuft ab, das heißt, Jesus Christus kommt bald wieder. Denn Jesus sagt, wenn ihr dieses alles, ja, was das auch immer sein mag, seht, dann erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und so sehen wir das hier auch, gerade auch mit dieser Mikrobe da, die uns alle da angeblich befallen hat, ja, und diesem ganzen irrsinnigen Umgang damit, das ist ein Wahnsinn, was da läuft und wie man damit umgeht. Das ist aber nicht Thema hier auf meinem Kanal, ja. Meine Meinung dazu entnehmt ihr ja meinen wenigen Worten. Ich möchte euch gerne ein bisschen damit ermutigen, lest das nochmal nach. Das ist ein Lehrstückchen, was Gott uns gibt, weil er uns hier hinter die Kulissen schauen lässt und er lässt uns die Gedanken des Feindes und die Pläne des Feindes sehen, denn uns ist nicht unbewusst, was der Feind vorhat, sagt der Paulus. Ja? Der versucht uns auseinanderzubringen, untereinander in Streitereien zu verwickeln und der versucht uns auch von Jesus Christus wegzubringen und der versucht uns auch zu sagen, ist ein bloßes Wort noch Rat und Macht zum Krieg. Ja, das ist es. Dieses Wort Gottes ist Rat und Macht zum Krieg. Jesus Christus folgen wir nach. So wie im Hebräerbrief auch steht, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Ich wünsche euch sehr viel Glaubensmut, sehr viel Glaubenszuversicht. Immer einen offenen Kanal nach oben. Betet, ruft Gott an, ruft Jesus Christus an. Nehmt ihn mit in den Alltag. Wenn er im Bus sitzt, kann man leise beten. Man muss nicht immer die Hände falten oder die Augen schließen. Man kann auch leise rufen, auch während der Arbeit immer wieder mal. Und erfrischt euch in diesem Wort Gottes. Das ist wichtig in unseren heutigen Tagen. Und eins habe ich auch erlebt. Der Bekanntenkreis, der wird vielleicht ein bisschen kleiner.
Aber die Bekanntschaften, die man hat, werden sehr viel tiefer. Das ist auch was Schönes. Ja? Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen, viel Kraft, viel Zuversicht und freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet und sag mal bis bald.